Kennen Sie dieses Verkehrsschild? Wissen Sie auch, was es bedeutet? Als Radfahrer müssen Sie den Radweg benutzen. Die Stadt Mainz will diese Schilder radikal abbauen. Dahinter steckt auch, das sagen wir mal, schwierige Verhältnis zwischen Rad und Autofahrern. Beide leben ihre Rolle auf der Straße voll aus. Der Autofahrer fühlt sich sicher und will schnell vorwärts kommen. Der Radfahrer fühlt sich ökologisch überlegen und befolgt Verkehrsregeln eher sporadisch. Deshalb schien es ja mal eine gute Idee, mithilfe von Radwegen beide zu trennen. Doch nun wollen Städte wie Mainz die Radfahrer wieder auf die Straßen lassen. Ist das wirklich besser? Benjamin Kors hat das getestet. Unterwegs mit dem Rad in einer Stadt, die dafür nicht wirklich geeignet ist, weil die Radwege zu oft unterbrochen sind. Wir sind in Mainz, aber es könnten auch Koblenz oder Ludwigshafen sein. Denn was wir auf unserer Fahrt erleben, egal ob zugestellte Seitenstreifen oder deutlich zu enge Radwege, all das erleben Radfahrer überall. Jetzt aber gibt es ein ganz neues Selbstbewusstsein der Fahrradfahrer. Um mehr darüber zu erfahren, fahren wir mit der sogenannten kritischen Masse. So nennen sich diese Radfahrer, die einmal im Monat durch Mainz fahren. Als rollende, klingelnde Demo für mehr Rechte auf der Straße. Es geht darum, eben zu zeigen, dass wir alle gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind und eben fair miteinander umgehen sollten und halt jeder so seinen Platz braucht. Ich würde sagen, dass Radfahrer nach wie vor nicht so richtig geschätzt werden, nicht ernst genommen werden. Tatsächlich haben viele dieser Radfahrer einen Traum und der könnte jetzt in Erfüllung gehen. Sie wollen runter vom Radweg, sagen sie uns, auf die Straße. Weil die meisten Unfälle eben auf Radwegen passieren, dort etwa, wo Autos rechts abbiegen. Und die Autofahrer, die müssen sich womöglich bald umstellen, ob sie nun wollen oder nicht. Ich finde das nicht gut. Ich finde, die Radfahrer sollen auf dem Radfahrweg fahren und der Radfahrweg soll auch dazu da sein, dass die Radfahrer ungefährdet fahren können. Ich sehe es schon problematisch. Ich habe es vor allem bei meinem Sohn gesehen, der in der Schule, auch lernt, das wird 11 Jahre, da sieht man das auch kritisch bei der Polizei. Auch wir sahen das zuerst kritisch, aber dann lernen wir, bereits jetzt gibt es oftmals gar keine Pflicht, den Radweg zu benutzen. Das erlaubt der Gesetzgeber, nur weiß das kaum jemand. Die Stadt Mainz will nach und nach bei 2/3 ihrer Radwege die Pflicht aufheben. Das heißt, die ganz schnell fahren wollen, die können auf der Straße mit dem fließenden Verkehr mitrollen. Die so ein bisschen wackelig sind oder sich unsicher fühlen, die können weiterhin die Radwege benutzen. Wir machen den Versuch. Was ist besser, Radweg oder tatsächlich die Straße? Dafür statten wir dieses Fahrrad mit einer Kamera aus, um zu filmen, was sie sieht. Diana Neher kennt jeden Radweg in Mainz. Wir schicken sie entlang der großen Bleiche im Herzen der Stadt. Hier ist der Radweg eigentlich noch Pflicht. Aber ist er auch besser? Oder fühlt sich unsere Testperson eben doch auf der Straße sicherer? Los geht's. Also da reißt er die Tür auf, Beifahrer hauptsächlich, ohne zu gucken. Eben, wie man abgesehen hat, Kartons auf dem Radweg. Keiner schert sich da drum, im Gegenteil, die werden gerade noch weiter reingekickt. Ja. Auf der Straße hingegen würde es hier tatsächlich schneller und entspannter gehen, wie unsere Kamera von hinten zeigt. Die Autos haben sie hier besser im Blick. Auf alle Fälle auf der Straße, ja, ganz sicher. Also auch zwar die eine Autofahrerin ist ein bisschen dicht vorbeigefahren, aber die sind halt auch natürlich jetzt hier, die denken, das ist nicht erlaubt für Radfahrer auf der Straße zu fahren. Da sind die natürlich gleich mal ein bisschen gereizt, weil wir haben ja hier nichts verloren auf der Straße. Und deswegen ist, ja, aber auf der Straße auf alle Fälle sicherer. Dann testen wir die Bobstraße. Auch die ist viel befahren, aber hier ist die Pflicht für den Radweg schon aufgehoben. Wieder probiert Diana Neher für uns beides aus. Auf der Straße habe ich mich jetzt schon wohl gefühlt, aber wenn dann LKWs Volldampf einem entgegenkommen, dann kriegt man schon ein bisschen so, hält mal kurz die Luft an und denkt, okay, gut gegangen. Und auf dem Radweg,
Ja, es ist beides gleich blöd, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen versuche ich sie eigentlich gar nicht zu fahren. Wenn es irgendwie geht, vermeide ich die Bobstraße. Radfahrer auf die Straßen. Wir bleiben skeptisch und fragen deshalb nach bei einem, der sich auskennt. Arne Blase plant Radwege, berät Städte bei diesem Thema. Sein Urteil überzeugt uns. In dem heutigen Straßenraum mit den Möglichkeiten, dass wir nicht jede Straße umbauen können, allein aus finanziellen Gründen, hat man mehr Möglichkeiten, wenn man den Radverkehr auf die Fahrbahn bringt, weil man einfach im Sichtfeld der Autofahrer ist. Das sollte natürlich möglichst mit einer Führungsform geschehen, also mit einem Radfahrstreifen oder einem Schutzstreifen. Es ist also nicht damit getan, die Straßen freizugeben. Städte wie Mainz müssen schon noch mehr machen für die Sicherheit auf ihren Straßen. Und die Autofahrer müssen einsehen, dass die Radler ein Recht haben auf die Fahrbahn.